Alle Menschen träumen, aber nicht gleich. Die während der Nacht in der staubigen Tiefe ihres Verstandes träumen, wachen am Tage auf, um zu entdecken, dass alles nur Wahn war. Aber die Tagträumer sind gefährliche Menschen, denn sie können ihren Tagtraum mit offenen Augen darstellen, um ihn wahrzumachen. Das tat ich. Arme hoch. Na, macht's Spaß, Kumpel? Oh ja, ich lach mich tot. Nette Begrüßung. Sind beide sauber. Ich bitte um Verzeihung. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Sie sind also Talbot. Mr. Sullivan und Mr. Drake. Anwesend. Haben Sie ihn? Wir wollen erst das Geld sehen. Carter. Es ist alles da. Zeigen Sie her. Ich muss die Echtheit überprüfen. Sicher doch. Silber. 16. Jahrhundert. Elisabethanisches Design. Sir Francis Drakes Motto ist eingraviert. Nun, sieht aus, als wäre er echt. Ja, natürlich ist er echt. Wenn ich fragen darf, wo haben Sie das gute Stück her? Ist das wichtig? Mein Kunde wird sehr zufrieden sein. Einen Moment mal. Sully, das ist gefälscht. Glauben Sie mir, Mr. Drake. Oh, du hast recht. Das ist so falsch wie ein 3-Dollar-Schein. Was zur Hölle soll das hier werden? Vielleicht sollte ich Sie das fragen. Das ist Bullshit. Deal ist geplatzt. Und Sie? Sagen Sie Ihrem Kunden einfach, Sie haben's versaut. Komm, Nate, verschwinden wir von hier. Sie sind nicht wirklich in der Position zu verhandeln. Geben Sie mir den Ring, nehmen Sie den Koffer und gehen Sie hier raus wie Gentlemen. Solange sie noch können. Hör besser auf ihn, Junge. Sie sind ein Dieb. Wirklich? Was für eine Ironie. Na los. Oh. Mir kannst du nicht. Der gehört mir. Ja, du und ich. Lass uns doch mal mit mir. Na los! Ah, du Pisser! Komm schon, jetzt nicht nachlassen. Okay, Mann, du bist erledigt. Oh.
Großer? Hab ihn! Okay, Bill, halt drauf! Hey, lass das wieder, Opa! Scheiße! Schnappt ihn! Hey, das war mein Drink! Kommt schon, Jungs, hört auf damit, ja? Der geht auf mich! Schnappt den Jungs! Ist das Brille, dann kann ich auch. Bitte nur zu. Macht sie platt! Ist das alles? Was soll denn das werden? Das ist aber schnell eskaliert. Verdammt! Brauch Hilfe! Ja, danke, erledigt. Mann, wie übel. Komm schon. Gut, geht. Gib mir einen Moment, Mann. Bin gleich bei dir. Mein Stolz. Wir brauchen eine Saugglocke. Komm, los schnell. Hier, wir können hinten raus. Haltet sie! Ich hab den alten Knacker! Ja. Los. Ups. Mist. Oh, verdammt. Komm her, komm her! Typisch Yankee, nur heiße Luft. Hey, 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 hey. Der hat genug. Oder Kumpel? Nicht. Bleib unten. Hallo, Victor. Kate. Immer noch in der Gosse, mit ihrem Schützling, wie ich sehe. Nicht gerade angemessen in ihrem Alter. Sie stecken also dahinter. Oh, vorsichtig. Nicht, dass sie sich auflösen. Derselbe kleine Scheißkerl. So furchtlos. Ich frag mich, wovor sie überhaupt Angst haben. Nicht vor Kugeln, Blut oder Knochenbrüchen. Nein, sie stehen da drauf. Nicht wahr? Das Risiko. Der Tod. Nein.
Mr. Sullivan, ich tue Ihrem Kleinen schon nichts. Ich will nur, was mir gehört. Geben Sie ihn her! Vater! Oh nein! Oh Gott, nein! Sie Idiot! Oh, gern geschehen, Euer Majestät. Marlow, Sie müssen sofort weg von hier. Oh, bitte, das waren doch nur ein paar kleine Arschlöcher. Was? Okay. Und los geht's. Nein. Das ist es nicht. Vielleicht oben. Nein, das ist es auch nicht. Von den Vitrinen muss es sein. El museo cierra en 15 minutos. Hey, da ist er. Hm.
solución. Ah, ya. Ya, me encanta. Sí. Ya está retado cuando se corta el ruido. Ah, das ist es nicht. ¡Ratita callejera! ¡Suélteme! Su clase de gente no es bienvenida aquí. ¡Y quédate afuera! ¡Pendajo! Oh, da ist er ja. Ich muss dranbleiben. Ah, da ist er. Oh, ich darf doch, oder? Bitte, der Killing noch Nero. Ja, war eh verfault. Hä, wo ist der hin? Wo er wohin will? Mist! Verschlossen! Sieht aus, als will er nach oben. Ich muss einen anderen Weg da hochfinden.
macht er da drin? Hier sehe ich nichts. Hey, ich will dich nicht helfen, Mann. Aber mal alles liegen. Aquí lo tiene. Ajá. Ja, schau mal, wie ich das. Gracias. Adiós, amigo. Okay, ich brauch die Geldbörse. Mist! Hier kann ich auf keinen Fall lang. Geht durch das Gebäude. Vom Dach aus sehe ich ihn bestimmt. Er geht durch das Gebäude. Vom Dach aus sehe ich ihn bestimmt. Muss dranbleiben. Verdammt, da sollte ich nicht lang. Ich muss irgendwie an diese Geldbörse kommen. Okay, sie ist in seiner Tasche. Jetzt oder nie. Es scheint, als hätten wir noch etwas Zeit. Ich habe schon so eine Idee, was wir damit anfangen können.
Immer hübsch langsam, Jungchen. Lass mich los. Hab ich mir doch gedacht. Und versuch bloß nicht abzuhauen. Bist weit weg von zu Hause, Jungchen. Nenn mich nicht so. Mami und Papi machen sich doch bestimmt Sorgen. Tja, ja, wohl kaum. Na gut, wechseln wir das Thema. Also das Klauen hast du echt drauf. Du bist wirklich gut. Keine Ahnung, wovon du redest, Opa. Hey, nenn du mich nicht so. Deine Technik ist aber schlampig. Alles viel zu vorhersehbar. Du hast ja einen Knall. Ach ja? Du bist mir durch die ganze Stadt gefolgt. Hast mich wohl für ein leichtes Opfer gehalten. Aber da hast du dich gewaltig geirrt, mein Freund. Was? Ich vermiss noch was. Gut. Vielleicht rufen wir einfach die Polizei, hm? Mach doch. Aber die wollen bestimmt wissen, warum ein älterer Tourist einem jungen Kerl nachstellt. Du hältst dich wohl für einen ganz Ausgebufften, ne? Ich kann ganz gut auf mich aufpassen. Na egal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du die Cops nicht mehr magst als ich. Schon möglich. Kleiner. Her damit. Ein Versuch war's wert. Den war's wert. Von wegen viel zu vorhersehbar, hä? So, das Museum ist zu.